Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher, wo ich mich gerade frage, ob es eigentlich ein Achievement dafür gibt, wenn man denn dann alle Anschlagtafeln hat. Was ich mich allerdings nur frage, weil wir jetzt unmittelbar davor stehen, die erste Anschlagtafel hier in Skellige zu eröffnen und damit natürlich auch wieder jede Menge Fragezeichen, die es abzufahren geht. Pass bloß auf, Fremder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Auf geht's. So, gucken wir mal. Der weiße Wal gehört mir. Wer einen weißen Wal im Meer entdeckt, soll die Finger von ihm lassen. Er gehört mir. Wenn ihn jemand vor mir fängt, spieße ich ihn mit der Harpune auf. Bei Freya. Ismael. Beschluss des Ältestenrates. Der Ältestenrat hat beschlossen, dass es sich für die Söhne und Töchter von Ranveig nicht ziemt, fremde Kleidung zu tragen. Wer eine Frau sieht, die Spitze, Satin oder Seide vom Festland trägt, darf ihr diese auf der Stelle vom Leib reißen und vernichten. Auch wenn ein Krieger nutzlose Glitzerrüstung oder Stiefel mit Goldschnallen trägt, wird er hart bestraft. Mein Sohn Rollwur beschwert sich, dass er regelmäßig von den anderen Buben im Dorf verprügelt wird. Diesen Buben möchte ich eines sagen. Verprügelt ihn weiter und noch härter, damit er lernt, sich nicht zu beschweren. Wer sich nicht selbst verteidigen kann, ist es auch nicht wert, verteidigt zu werden, sagt sie. Böses Omen. In den Eingeweiden eines Opferlamms haben Druiden beunruhigende Vorzeichen gesehen. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, verzichtet in der nächsten Woche darauf, aufs Meer zu fahren und Aufträge zu unterzeichnen. Niedstank. Ich bitte alle um Hilfe, die mir helfen können. Jemand hat einen grausamen, tückischen Fluch auf mich und meine Familie gewirkt, gegen den ich kein Mittel finde. Wer das Talent hat, solche Zauber zu brechen, oder von einem klugen Mann oder Weideler weiß, der dies kann, der soll bitte in mein Haus bei Ranveig kommen und mich von diesem Unglück erlösen. Ich werde nicht mit der Belohnung geizen, Lothar. Und Auftrag, der vermisste Sohn. Ob Skelliger oder Mann vom Festland, bitte lies dieses. Mein Sohn Olwe ist ausgezogen, um Abenteuer zu suchen und nicht zurückgekehrt. Daher bitte ich alle Reisenden, die Augen nach ihm offen zu halten. Wer ihn zurückbringt oder herausfindet, was ihm zugestoßen ist, der bekommt eine großzügige Belohnung und wird in meine Gebete zu Freya eingeschlossen. Othin von Ranveig. Das klingt doch nach zwei neuen Aufträgen für uns. Zwei neue Aufträge für uns. Komm. Ja, da ist es. Okay, gut. Was machen wir zuerst? Niedstank hat Stufe 14. Der vermisste Sohn ist ein 29er. Gut, dann machen wir den 14er, oder? Gucken aber auch erstmal auf der Karte. Was haben wir uns denn jetzt hier so an Fragezeichen offenbart? Und natürlich sind die meisten im Ozean. Ich könnte kotzen. Das wird wahrscheinlich häufiger passieren. Gut, ich würde sagen, wir gehen dahin. Und auf dem Rückweg sprechen wir mit Lothar. Denn irgendwo müssen wir ja anfangen. Während sein Pferd von der Klippe gestürzt sind. Und es wäre natürlich zu leicht, mit der Hauptquest anzufangen. Also fange ich selbstverständlich nicht mit der Hauptquest an. Wofür haltet ihr mich bitte? Ich mache natürlich erstmal diesen ganzen unwichtigen optionalen Scheiß hier. So wie immer halt. Hi.
doch endlich! So, au. Überraschung. Was ist jetzt los? Beziehungsweise, was war denn das? Jetzt sitzen hier plötzlich Leute. Halt dich von anständigen Leuten fern. Der ist kaum wegen des Fischs hier. Ne, das ist ja was. Okay, aber guck mal, ganz viele wilde Pferde. So, jetzt habe ich wieder ein Kratzen im Hals. Super. Sehr unschön. Da ist die Hütte von Lothar. Gucken wir noch mal, ob wir dem armen Mann irgendwie helfen können. Hey, ja. Wem hinterlasse ich mein Haus, wenn Thjalve stirbt? Wer setzt mein Erbe fort? Keine Ahnung. Ich? Darf ich stören? Ja, meine Gebete sind eh vergebens. Das klingt aber nicht sehr positiv. Ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch. Ja, stimmt. Siehst du das? Den Pferdekopf auf dem Stecken. Das ist... Ein Nitzdan, eine Art Fluch. Habe ich schon mal gesehen. Ist eine ernste Sache. Er kann Unglück bringen, sogar den Tod. Ja. Der eingeritzte Name ist der von Thjalve, meinem Erstgeborenen. Der Junge hat Fieber, wird schwächer. Ich werde ihn vielleicht vor dem nächsten Mond begraben müssen. Ich wollte den Fluch aufheben. Ohne Erfolg. Ich kann dir helfen, auf eine von zwei Arten. Erstens, ich kann versuchen, den Urheber des Nitzdanks zu überzeugen, den Fluch aufzuheben. Zweitens, ich kann den Fluch auf den Verursacher zurückwerfen, indem ich dessen Namen auf den Stab schreibe. So oder so muss ich wissen, wer dahinter steckt. Aber ich habe keinem was getan. Ich wüsste niemanden, der mir das wünscht. Dann muss ich Nachforschungen anstellen. Na gut, dann gucken wir uns das Ding noch mal ein bisschen genauer an hier. Da lang. Ein Nitzdan, ein mächtiger Fluch. An der Stange ist ein Name eingraviert. Thjalve, Sohn von Lothar. Die Spur ist noch frisch. Ich wollte gerade sagen, es sind Fußspuren. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Und sie führen in den Wald. Na wunderbar. Da ist was an dem Baum. Was ist das? Ein Frauenschal? Auffälliges Muster. Besonderer Geruch. Das ist also jemand aus dem Ort. Muss ja hier in der Nähe sein, ne? Geralt? Oh, ich dachte schon, der wollte sich eben nicht bewegen, der Sack. Da geht der Geruch lang. Ich wollte auch mal ausprobieren, wie das eigentlich aussieht, wenn ich dem, dem Hexermodus dieses Fischaugending wegnehme. Ah, okay, der Geruch geht hier lang. Ich hab hier schon. Ich wollte ja nur nebenbei ein paar Kräuter pflücken. Wird man doch wohl mal versuchen dürfen. Warum sollte man ihm diesen Fluch auf den Hals setzen? Was hätte man davon? Ich will noch mal überlegen, ob wir jetzt erstmal sämtliche Anschlagtafeln ablaufen. Zu viele Gerüche. Ich kann meiner Nase nicht länger folgen. Ich muss wegen des Schals herumfragen. Dass wir erstmal alle Aufträge und alle Fragezeichen und alles
vorliegen haben oder ob wir das so nach und nach machen und nebenbei... Wenn ihr im Wald etwas hört, das wie ein Grunzen von Tieren klingt, nur lauter, müsst ihr sofort ins Dorf zurückkommen. Weil sich dort ein Monster rumtreibt. So eines, das Kinder beschwert und Eifer schlägt. Bist du Oten? Ja, bist du wegen meines Sohnes hier? Reden wir erst über meine Belohnung. Oh, verdammt. Verdammt. Da habe ich jetzt schon wieder den Falschen erwischt. Das tut mir furchtbar leid. Ich versuche es mit 330. Hab Erbarmen mit einem alten Mann. Lass ein paar Kronen nach. Okay, dann ist der Mittelwert also mal 320, ja? Nein. Hab Erbarmen mit einem alten Mann. Lass ein paar Kronen nach. Okay, 305. So viel? Ich werde mir was leihen müssen. Aber bitte, an meinem Jungen werde ich nicht sparen. Gut, dann erzähl mal. Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? Östlich von hier, in den Ruinen der Festung. Er ist mit einigen Halunken von Faria aufgebrochen. Hatte sie in der Taverne kennengelernt. Sie haben ihm Flausen von einem Schatz in den Kopf gesetzt. Ich hab gesagt, Sohn, die Färöer sind Lügner. Du solltest dich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber er wusste es besser. Wie erkenne ich ihn? Ich weiß bisher nur, dass er nicht auf seinen Vater hört. Ziemlich typisch für das Alter. Er heißt Olwe. Fröhlicher Kerl, lispelt ein wenig. Sein Aussehen ist nicht besonders... Aber das letzte Mal, als ich ihn sah, hatte er eine gelbe Tunika an. Die schönste im Dorf. Er hat sie von mir zum Geburtstag bekommen. Das dürfte reichen. Ich sehe mich um, aber versprechen kann ich nichts. Ja, das war jetzt eigentlich nicht der Sinn der Sache, aber... Vielleicht solltest du mit dem Zipperlein mal zum Druiden gehen. Also, dann versuchen wir es mal bei dem Händler hier. Leute von Festland Raubzügen, Fremder. Ganz neu. Was hast du da? Hallo. Willst du was kaufen? Vielleicht weiß der ja, was wir ihm. Nein, weiß er nicht. Okay. Wiedersehen. Wo willst du hin? Wir sollten früher bitten, dass es so ist. Aber kannst du eine Axt werfen? Mein Bruder kann das. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. So, dann suche ich jetzt also irgendjemanden, der nicht so ist wie die anderen. Jonna zum Beispiel. Hallo. Sei gegrüßt. Jonna war die Kräuterkundlerin. Leb wohl. Natürlich, die weiß es selbstverständlich auch nicht. König Bran selbst hat sich bei mir ausgerüstet. Schwerter was hast auf du den da? Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Bist du an einem Langschiff interessiert? Ida! Hast du schon mal überlegt, für fühlst du dich besser? Ja? Was willst du? Guten Tag. Weißt du zufällig, wem dieser Schal gehört? Ja, natürlich. Jonna, unserer Kräuterfrau. Sie lebt hier in dieser Hütte. Sie wird sich freuen, dass du ihn gefunden hast. Hab ich mir fast gedacht. Ja, ganz bestimmt. Weil wer sonst in dieser Gegend sollte in der Lage sein, so einen Fluch auszusprechen? Beute von Festland. Was da bin ich ja jetzt sehr gespannt, was dabei rumkommt. Jennifer, nicht? Heda! Komm und sieh dich um! Ihr Sohn wurde ein halbes Jahr nicht gesehen. Aber als er dann kam, holla! So behängt mit Juwelen, dass er kaum laufen konnte. Ach, lass mich zufrieden. Das will ich nicht hören. Jonna, wir müssen reden. Ich habe deinen Schal gefunden. Bei Lothars Haus. Beim Netzdang, den du aufgestellt hast. Woher wusstest du das? Nur so eine Ahnung. Vielen Dank, dass du sie bestätigt hast. Du weißt, dass Tjalve mit einem Bein im Grab steht? Wie gut. Der Bastard hätte nie geboren werden sollen. Wow. Ich sollte Lothars Braut werden, aber er hat mich für diese Flunder fallen lassen. Das ist seine Strafe. Für ihn und seine ganze verdammte Familie. Du würdest aus Eifersucht ein Kind töten? Meinst du das ernst? Hier geht es nicht um Eifersucht, sondern um Würde. Wir haben 10 Jahre lang zusammengelebt. Ich habe gekocht,
seine Wäsche gewaschen, das Bett mit ihm geteilt. Und er verlässt mich ohne ein Wort. Das ganze Dorf hat gelacht. Die dumme Jonna hat sich hintergehen lassen. Ich lass mich weder hintergehen, noch hab ich's vergessen. Ich möchte, dass du den Fluch aufhebst. Es ist mir ernst. Also gut. Aber zu meinen Bedingungen. Lothar muss seinem Sohn abschwören und zu mir zurückkehren. Das werde ich ihm sagen. Aber ich denke, wir beide kennen seine Antwort schon. Schwerter auf den Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Dann laufen wir noch ein bisschen hin und her. Und das ist schon... Tut mir leid, wenn ich mich entscheiden muss, ob wir das Kind retten und Jonna damit in den Untergang stürzen oder halt nicht. Dann weiß ich genau, wie ich mich entscheide bei der Geschichte. Und? Weißt du, wer den Nitztang aufgestellt hat? Eine alte Freundin von dir. Jonna. Hätte ich mir denken können. Eifersüchtiges Luder. Gönnt niemandem sein Glück. Und? Wird sie den Fluch aufheben? Ja, schon. Du musst nur deiner Familie abschwören und zu ihr zurückkehren. Nein, niemals. Meine Frau, mein Sohn. Ich würde ihnen die Ehre nehmen. Sie in die Armut stürzen. Du musst den Fluch brechen, Hexer. Sie muss sterben. Du verdienst eine Strafe. Aber nicht auf diese Art. Gut, ich mach's. Den Göttern sei Dank. Lass die Götter aus dem Spiel. Das ist eine Sache zwischen zwei Menschen. So, Jonna. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Ja? Wenn du gegen Lothar direkt vorgegangen wärst, wäre das eine Sache gewesen. Aber das Kind dazu involvieren... Tut mir leid, aber damit hast du dir in dieser Situation dein eigenes Grab geschaufelt. J-O-N-N-A. Möge es schnell und schmerzlos sein. Auch wenn ich dadurch jetzt vielleicht eine Kräuterhändlerin verliere, aber dann ist es halt so. Können ja gleich nochmal ins Dorf gehen und nachgucken, was passiert ist. Und? Hat's funktioniert? Ja. Dein Sohn wird sich bald erholen. Und Jonna wird sterben. Danke, Hexer. Meinen tausendfachen Dank. Mein Sohn bedeutet mir alles. Ich könnte es nicht ertragen, wenn er tot wäre. Deine Belohnung. Isst du mit uns, bevor du weiterziehst? Nein, mir ist nicht danach. Tja. Einen ganzen Erfahrungspunkt. Na gut, war auch eine Quest ohne Kämpfe, ne? Oh, den Skellige benutzen also auch Kronen. So, ich wollte jetzt nochmal nach Jonna gucken. Ob sie schon weg ist? Du siehst krank aus. Trink lieber etwas Met in der Taverne. Wow! Wusstest du, dass er das Wäschemädchen des Jahres nicht hat? So kommst du von weit her. Ja, es... Sieht so aus, als hätte sich das mit Jonna schon erledigt. Was ich ja gedacht hätte, ein Nordling. Dass irgendwer sich vielleicht irgendwie dazu äußert hier. Vielleicht ja die Dinge, die uns ursprünglich überhaupt zu ihr geschickt hat. Hallo. Hi. Hier hinten nochmal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendeine Quest haben und ansonsten gucken wir mal, wie wir jetzt weiter vorgehen. Diese Heringe stinken vielleicht. Wenn es dich stört, warum bist du dann Fischer geworden? Das Haus da auf der Klippe, das finde ich sehr interessant. Das ärgert mich ein bisschen. Das machen wir, können wir auf dem Weg nach Kertrolde dann uns noch holen. Ich möchte jetzt über dieses Dorf hier zu dem Fragezeichen, zu der Anschlagtafel da. Das ist jetzt so mein nächstes Ziel.
Naja, ich befürchte ja, die Navigation hier auf Skellige wird ein bisschen schwieriger werden. Relativ viele Berge und sowas auch. Da steht jemand. Rumtreiber. Feyrund. Aber hier ist tatsächlich nicht so sonderlich viel los, ne? Okay, was ist los? Er hat uns wieder gewarnt. Wir haben ihn erzürnt, Sven. Der Waldgeist sinnt nach Rache. Noch ein Waldschrat. Sagt er uns, dass wir von den alten Wegen abgekommen sind. Ihn erzürnt? Dieses Monster hat schon 5 Menschen getötet. Es kümmert sich einen Dreck um Wege, Pfade oder dich oder mich. Es ist ein verficktes Monster aus dem verfickten Wald. Sein Brustkorb ist entzwei gerissen. Einen starken Geist habt ihr da. Ist das so? Und wer bist du? Geralt. Ich bin ein Hexer. Ein Auftragsmörder? Was willst du hier? Bin nur auf der Durchreise. Suche nach Arbeit. In diesem Dorf leben nur anständige Menschen. Hier gibt es keine Arbeit für dich. Bist du sicher? Das war ein Monster. Aggressiv und unglaublich stark. Ich kann euch helfen. Gegen Bezahlung. Ich mag diesen Mann. Geh deinem Geschäft nach, Hexer. Ich glaube, wir werden uns einig. Wer oder was ist dieser Waldgeist? Ich sag dir, was er nicht ist. Deine Angelegenheit. Ein gewöhnliches Biest. Tötet jeden Mann, der in sein Territorium eindringt. Das war ja eine ausführliche Beschreibung. Wie sieht der Geist aus? Hat ihn schon mal jemand mit eigenen Augen gesehen? Keiner, der noch lebt. Toll. Ihr seid wirklich sehr hilfreich. Vögel haben seine Eingeweide rausgepickt. Und hier sind Bissspuren von einem großen Hund, einem Wolf vielleicht. Alles Feiglinge. Nur wahren Kriegern mit dem Herzen eines Raubtiers gewährt der Geist einen ehrbaren Tod. Du sagtest, die Kreatur will sich rächen. Warum? Wofür? Unsere Ahnen jagten mit Speer und Messer. Das gefiel dem Waldgeist. Er ließ uns in Frieden. Wir kannten keinen Hunger. Damals hat auch er getötet. Er hat immer getötet. Wie viele sind schon bei dem Versuch gestorben, Jäger zu werden? Als unsere Jäger im Krieg gestorben sind, ist das Biest noch blutrünstiger geworden. Wir sind an Kretz. Andere bezahlen mit Gold, wir bezahlen mit unserem Blut. Durch blinde Dummköpfe wie dir sind wir Sklaven unserer Furcht geworden. Diese Wälder gehören uns. Zeit, dieses Biest zu erledigen. Ich habe genug gehört. Ihr habt ein Monsterproblem, das steht fest. Aber wollt ihr es auch gelöst haben? Oh, sicher wollen wir das. Komm mit zu mir. Wir handeln für das Biest ein faires Kopfgeld aus. Unser kurzes Gespräch und ein Blick auf die Leiche reicht nicht aus. Ich muss mich weiter umsehen und herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. In einem Waldschrat. Kein Grund zur Hektik, Schlechter. Es ist noch nicht zu spät, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Ja gut, bevor ich mich da mit befasse, möchte ich erstmal zurück ins Dorf. Hier sind nämlich mindestens 2 Händler, die mein Interesse wecken. Ein Waffenschmied. Ich hab alles, von der Klinge bis zum Fassreifen. Aber Klingen dürfen dich wohl eher interessieren. Ich hab hier einen Marienkäfer. Was macht der denn hier? Vor allem, wo kommt der her? Fenster ist zu. Faszinierend. Fangen wir das mal damit an. Dann zeig mal, was du hast. Gucken wir mal, was hat er denn? Ja, eine Armbrust +1. Das ist schön.
Elfenstahlschwert. Gut, das sind jetzt so Sachen, die interessieren mich eher weniger. Wie diese Waffenschemata und sowas. Zumindest im Moment. Im Moment möchte ich ja eigentlich so ein bisschen mein Geld zusammenhalten. Gut, was wir natürlich direkt machen können, ist hier das Zeug verkaufen, was wir eingesammelt haben auf unserem Weg. Okay, den zu kaufen kann der sich schon nicht mehr leisten. Na denn. Würde ich gerne noch eine Partie Gwint mit dir spielen, mein Freund. Spielen wir Karten. Wie wäre es mit Gwint? Mein erstes Skelliger Gwint-Spiel. Okay, dieser Marienkäfer irritiert mich ein bisschen, bin ich ja ganz ehrlich. Ja, wir bleiben bei den nördlichen Königreichen. Ja, Skellige spielen viele mit dem Monster-Deck, ne? Schade, kein Spion dabei. Ja, gut, dann gucken wir mal, was bei rumkommt hier. Ich möchte ja ganz gerne. Das Liebste wäre es mir ja, wenn ich provozieren kann, dass er irgendeins von seinen Dingsmonstern ausspielt. Hier die Vampire oder sowas, die anderen aufs Feld rufen. Provozieren wir ihn noch ein bisschen. Ja, sowas zum Beispiel. Hat er nämlich gleich noch was von seiner Hand ausgespielt. So, und er passt. Das kann er von mir aus gerne tun. Ich passe nämlich auch und schenke ihm die erste Runde. Dann hat er nämlich schon mal einige seiner Ressourcen hier ausgespielt. Ja, das habe ich erwartet. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt hier mit einer Karte gewinnen können. Ah, wunderbar. Den hätte ich in der letzten Runde hätte ich den sogar noch lieber gehabt, aber so geht's auch. Oh ja, bitte hab alle drei. Ja, hat er sogar. Sehr schön. Puff. Das Blöde ist nur, dass ich quasi mein... Im Zweifelsfall habe ich mein Verbrennen gerade verschenkt, ne? Vielleicht hätte ich noch ein bisschen warten sollen. Weil solange er jetzt nicht noch irgendwas ausspielt, was stärker ist als mein Drache, kann ich mein Verbrennen nicht benutzen. So, ich schinde erstmal ein bisschen Zeit mit meinen Heldenkarten. Gegen die kann er ja nicht wirklich vorgehen. Oh, danke. Das macht es einfach. Ich mag die Verbrennenkarte, die ist schön. Wenn er jetzt schon gutes Wetter ausspielt, dann haben wir gewonnen. Ja, da kommt nichts mehr. Er hat nichts mehr. So, welche Karte kriegen wir dafür? Kleiner Marienkäfer, Zwergenschambelslapp. Du müsstest da jetzt so allmählich mal runter. Das ist, es tut mir ja leid, aber du kannst da nicht bleiben. Das Blut der Könige. Ich wusste, dass ich mich mal in meiner App markieren. Und der sitzt genau
Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen auf Sven. Meinem Handy. Das finde ich natürlich jetzt nicht so pralle. So, sind wir wenigstens vom Handy runter. Ja. Ich würde mal sagen, das war The Witcher für heute. In der nächsten Folge gucken wir uns den anderen Händler an und machen mal so ein paar Nachforschungen bezüglich dieses Waldgeistes. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.